Mehr Wein, mehr Fleisch, mehr von allem. Die trunkene Stimme von Karas hallte durch den Raum. Sie wurde von vielstimmigen Johlen beantwortet. Alle Matrosen und Seesoldaten der Stolz des Raben waren versammelt. Sie waren eingeladen, seinen Geburtstag mit ihm zu feiern und auf seine Kosten zu trinken, zu essen, zu lieben und von dem überraschend reichhaltigen Vorrat an Rauschkräutern zu kosten, den der Wirt der kleinen Insel Kascheme ihm offenbart hatte, als Karas ihm einen goldenen Ring mit Rubinstein und eine Handvoll Dublonen hingelegt hatte. Was da über den schmutzigen Holztresen gezogen und in die Tasche des Wirtes gesteckt worden war, hatte einen Großteil seiner Barschaft ausgemacht. Doch darüber dachte Karas nicht weiter nach. Geld war dazu da, dass man es ausgab. Und wofür könnte man es besser ausgeben, als den Tag zu feiern, an dem er der Welt geschenkt worden war? So hört sich das an, wenn ich Wiesler spiele. Herzlich willkommen zum ersten Literatalk hier im Kontakthof und Wuppertal. Schönen guten Abend. So, ich gehe mal hier die Koordinaten durch. Wir haben mal hier diese wunderbare Möglichkeit, das hier an die Wand zu projizieren. Wir befinden uns jetzt hier in dieser Veranstaltung Literatalk, der Ort fürs Wort. Sehr lustig war da natürlich, das und das ist meine Schuld, da muss ich den Grafiker in Schutz nehmen, dass dann das direkt falsch geschrieben war. Genügsamkeitsstraße heißt das natürlich nicht, das ist die Straße der Genügsamkeit, da ist also ein Buchstabe zu viel. Das Datum, 27. Juni, das war ein grauer, kühler, rednerischer, ich würde mal sagen, Literaturabend. Das ist heute anders. Da war ich leider krank, das hat sich ein bisschen hingezogen. Wir haben den Termin gefunden. Heute haben wir leider, glaube ich, den heißesten Tag der Woche. Umso schöner, dass ihr alle da seid. Vielen Dank schon mal im Vorfeld. Mein heutiger Gast, das ist dieser Mann hier, André Wiesler. Habt ihr im Vorfeld wahrscheinlich schon mal geguckt, wer könnte das sein? Hier steht der Wuppertaler Autor und Poetry Slammer. Ja, ich will einfach mal gucken. Also, das hier, das bin ja ich, ne, im Interview mit Jörg Degenkolb Derli. Also mich gibt's auch, ich habe das gegoogelt. Und wenn man meinen Namen googelt, dann trifft man Begriffe wie Autor, Texter, Journalist. Und als Autor veranstalte ich zum Beispiel in Wuppertal die Wortwache, schon seit 2 Jahren, das ist eine Lesebühne. Und als Journalist habe ich immer wieder festgestellt, es gibt unglaublich viel Routine und auch Langeweile in meinem Job, aber auch nach 15 Jahren ist es nach wie vor ganz großartig, mit Leuten zu reden, die kennenzulernen, hinter die Kulissen zu schauen, in umfangreicheren Interviews, 1-2 Stunden. Und da habe ich mir gedacht, och, das kann man ja eigentlich auch mal vor Publikum machen. Die Idee ist jetzt nicht so neu, aber ich habe es noch nicht gemacht, wollen wir einfach mal sehen. Mein heutiger Gast heute Abend, herzlich willkommen, André Wiesler. André, ich habe dir das auf Erwachsenengröße eingestellt. Reicht immer noch nicht. Um also dem Publikum kurz die Möglichkeit zu geben, dich kurzfristig näher kennenzulernen, ich habe hier ein paar ganz kurze Begriffe. Wir machen das in einer Art Staccato-Interview. Ich glaube, früher hat die Bettina Böttinger, hat das, glaube ich, so heißt die so? E-Trift, ich glaube, die hat das auch immer gemacht. Ne? Habe ich mir wahrscheinlich abgeguckt. Also, naja, ich danke jeden Tag dem Universum, dass ich nicht Bettina Böttinger bin. André, Nachname? Wiesler. Alter? 39, 38, ich halte es da nicht so genau. Vorname? André. Größe? 1,97 Meter. Spitzname? Habe ich abgeschafft. Schuhgröße? 50. Wow. Kosename? Da sitzt deine Frau. Habe ich auch abgeschafft. Geburt? Großvisier. Nein. Geburtsort? Wuppertal. Künstlername? Habe ich nicht. Lieblingsbuch? Die unendliche Geschichte. Familienstand? Verheiratet, ein Kind, ein Hund. Lieblingsautor? Michael Ende. Lieblingsgastgeber? Du. Danke. Komm, wir setzen uns. Hast du auch den Mikroständer da vielleicht? Danke.
Guck mal, den Anfang hast du doch schon geschafft. Du hast ja eben gesagt, oh, ich habe das alles gar nicht unter Kontrolle, ich weiß nicht, was passiert. Genau. Das ist ja auch immer das Schlimmste. Das ist ja auch immer schwierig. André, möchtest du noch was trinken, außer dieses Wässerchen? Nein, nein. Danke. Dass dürfte ich bitte einen kühlen Weißwein haben? Ginge das? Ich glaube, ihr habt einen Weißburgunder, richtig? Den würde ich nehmen. Ach, wenn das so einfach geht? Du kannst von deinem Thron, der Gast sitzt bei mir natürlich im Thron, du kannst von diesem Thron aus bestellen, wenn du möchtest. Später vielleicht, ja. Bist du früher auch, wo ich das gerade mit dem Thron sehe, bist du früher auch aus Trönchen gegangen? Warst du mal klein? Ich war sogar klein und dünn, als ich geboren wurde. Tatsächlich? Ja, es hat sich schnell verwachsen. Ich habe mir neulich vorgestellt, als ich mich so ein bisschen vorbereitet habe, deine Eltern wären vielleicht so 6 Meter groß und du wärst so auf die Welt gekommen und wächst vielleicht noch. Also hatte ich mir so vorgestellt. Ich wachse tatsächlich, aber leider nur noch nach vorne. Ja. Aber ich habe ich kenne dich ja jetzt auch schon ein bisschen länger und man hat ja immer so Vorstellungen, auch wenn man sich Leute irgendwie anguckt und bei deiner Tätigkeit, die ja auch eher einsam ist, so am Computer, habe ich mir dann auch vorgestellt, so jemand, der sich so mit Fantasy und Mystery-Geschichten beschäftigt, dass der vielleicht so eher abends an den Rechner schleicht so, und sich vielleicht so ein Bärenfell überlegt und dann loslegt. Ist das so? Geht das in die Richtung? Liege ich da richtig? Leider völlig daneben, nee. Also es gibt, glaube ich, nichts Unmystischeres und Unfantastischeres als mein Arbeitsalter. Es ist halt im Wesentlichen, weil ich ja davon leben darf, die Güte habe, vom Universum davon zu leben. Hast du wirklich jetzt verraten? Ich hätte später die Rubrik gehabt, wovon lebt eigentlich? Aber da hätte ich den Olli Brick gefragt, nicht dich. Okay, du lebst vom Schreiben, tatsächlich. Möchtest du das jetzt schon verraten? Ich finde das großartig, also, dass man das schafft. Ich habe halt weit ausgefächert. Also Schreiben in jeder Art von Form, vom Roman über Werbung, über Anschreiben, alles querbeet. Und entsprechend sieht mein Arbeitsalltag eben auch aus. Also ich habe halt Bürozeiten im weitesten Sinne. Also das habe ich zum Beispiel eben auch in einer Kurzbeschreibung zu deiner Person gelesen. Also das ist sehr umfangreich. Ich zähle das gerade mal auf, da sieht man schon, das füllt im Grunde oder könnte zumindest im Grunde schon einen ganzen Abend füllen. Also du bist Autor fantastischer Romane, du bist Spieleentwickler, du bist Marketing- und Social-Media-Berater. Du bist Übersetzer, du bist Lesekomiker, du bist Poetry Slammer. Da wollen wir natürlich jetzt mal ein bisschen näher drauf eingehen. Fangen wir mal mit dem Autor fantastischer Romane an. Wie gesagt, ich habe da, weil ich da persönlich auch so gar nichts mit anfangen kann. Also ich konnte auch noch nie irgendwie mit Fantasy oder sowas anfangen. Also das allererste Mal, dass mich irgendwie was begeistert hat aus dieser Richtung, das war wirklich Herr der Ringe, aber eben der Film. Ich habe diese Bücher nie gelesen, ich werde es auch nie tun. Da habe ich das erste Mal gedacht, oh guck, geht doch. Aber also wenn ich jetzt, sagen wir mal, in der Buchhandlung deine schwarze Perle sehen würde, würde ich links liegen lassen. Ist nicht meins. Ne? Aber so, jeder Jäger ist anders. Und Autor, dann habe ich halt dieses Bild. Ne? Da sitzt jemand mit Bärenfell und tippt schwindelige Geschichten. Dann komme ich eben rein, sehe den Büchertisch und habe das zum Beispiel entdeckt. Quest, Zeit der Helden. So, dann habe ich doch... Ich wusste gar nicht, dass das gibt. Nur einige alte Sagen berichten vom Zeitalter der Kriegerkönige, als König Wenzel die grausamen Orks verbannte. Doch nun erhebt sich eine dunkle Macht und rüttelt an ihren Kerkertoren. Orks schleichen wieder durch die Nacht. Zeit, dass ihnen mutige Männer und Frauen erneut die Stirn bieten. Da habe ich gedacht, okay. In seinem Lebenslauf auf der Website, da schreibt er, er trinkt nicht, er nimmt keine Drogen. Wie kommt sowas zustande? Erklär uns das bitte. Das speziell ist aus dem Versuch erwachsen, Kinder mal wieder dazu zu kriegen, ihre Fantasie zu benutzen und nicht den Dattelknopf an der Konsole. Also das ist gezielt ein Einsteigerprodukt zu einem mir sehr lieben Hobby, das sich Rollenspiel nennt und das im Übrigen auch ganz, ganz viele meiner Publikationen sich drehen und das auch einen Hauptteil meiner täglichen Arbeit ausmacht. Gehört Cowboy- und Indianerspielen auch zum Rollenspiel?
im weitesten Sinne. Es kommt darauf an, wie viel Aufwand man damit betreibt. Sobald man sich ein Kostüm anzieht, ich schöne Pistolen mitnimmt, die knallen und irgendwo einen Saloon in die Lüneburger Heide baut, ist das ein sogenanntes Live-Rollenspiel, also LARP. Okay. Muss ich mal eben rechnen, dann habe ich vor circa 35 Jahren damit aufgehört. Das ist eine ernst gemeinte Frage, ne? Warum macht man das weiter? Also ich habe da als Kind, wenn das dazugehört, ich habe das gespielt, also ich glaube, hier sind auch Leute, die haben sogar noch Räuber und Gendarm gespielt, würde ich mal sagen. Und ich glaube, der normale Weg, ist immer so blöd, normal, so ein Quatsch, ist, man hört dann irgendwann damit auf, so in der Pubertät vielleicht, als Jugendlicher, Rollenspiele. Was haben diese Rollenspiele an sich, was ist das Faszinierende? Du hast das, ich glaube, du machst das heute noch. Ja, natürlich, ja. Klar. Also, ich versuche das ein- bis zweimal im Monat hinzubekommen, mich mit meinen Freunden zu treffen, dann sitzen wir zusammen und machen Rollenspiele her. Die Faszination, die dahinter steckt, ist ganz einfach. Es gibt, nee, das nicht, das ist wie gesagt für Einsteiger. Brettspiele, Computerspiele oder geht ihr auf die Wiese? Oder? Okay. Hast du dir das schwierigste Thema ausgesucht, was wir besprechen können? Dann haben wir das gleich durch. Rollenspiel, wie ich es am häufigsten betreibe, ist sogenanntes Pen-and-Paper-Rollenspiel, also Stift und Tisch. Das heißt, man sitzt da mit ein paar Freunden, hat einen Stift vor sich, hat einige Würfel vor sich, mit denen man den Zufall in die Geschichte reinholen kann, indem man dann wirft und guckt, was zeigt das jetzt, was steht auf meinem Zettel für einen Wert, ist das gelungen, was ich da gerade versucht habe. Und im Wesentlichen erzählt man sich eine Geschichte. Das Ganze greift also die uralte Tradition auf, sich in geselliger Runde gemeinsam Geschichten zu erzählen. Man erfindet die vor Ort, man gestaltet sie selber mit aus und das ist auch die Faszination dabei. Das hat natürlich zu einem großen Teil was von einem Kinderspiel, aber ich empfinde das sogar als sehr angenehm. Denn wenn wir uns die heutigen Strukturen angucken, die Kinder werden immer wieder auf Effektivität, auf Zielorientierung eingebürstet. Und ich finde einfach, dass man auch als Erwachsener sich Zeit nehmen können darf, um einfach mal diese Welt hinter sich zu lassen und einfach mal die Fantasie spielen zu lassen. Also es ist auf jeden Fall auch so ein bisschen Kind bleiben im Spiel, oder? Auf jeden Fall. Ja. Und also es wird ja da auch, ich glaube sogar von wissenschaftlicher Seite, wird Rollenspielern ja ganz gerne auch so Realitätsflucht unterstellt. Wie siehst du das? Du sagst das, als wäre das was Schlimmes. Kommt auf den Umfang. Es gibt halt immer den Unterschied. Wenn ich den Kontakt zu meinen Mitmenschen verliere, wenn ich den ganzen Tag an nichts anderes denke, wenn ich das Ganze wie eine Sucht betreibe, dann ist es natürlich eine Realitätsflucht im negativen Sinne. Aber was ist ein Kinofilm, in den ich eintauche? Was ist ein gutes Buch? Was ist meine Lieblingsfernsehserie? Das ist auch nichts anderes als Realitätsflucht, nur dass das alles passiv ist, wohingegen ich beim Rollenspielen meine Fantasie anstrenge, ich schule meine kommunikative Kompetenz, meinen Wortschatz, meine Erfindungsgabe. Das sind also alles Dinge, die positiv auf das restliche Leben einwirken können. Wenn ich im Spiel Dinge ausprobieren kann, muss ich sie in echt nicht ausprobieren. Wenn ich im Spiel den bösen Ork eine Axt in den Kopf hacken kann, dann muss ich nicht zum nächsten Fußballspiel gehen und da als Hooligan auftreten. Das heißt, ich kann mir das also wirklich so vorstellen, ohne Bärenfell und auch nicht abends, sondern vielleicht morgens, du hast Familie, du gehst morgens an den Schreibtisch, an den Computer, begibst dich in diese Welten, du arbeitest ja nicht selten an mehreren Geschichten oder sogar Büchern gleichzeitig, begibst dich für mehrere Stunden in diese Welten, durchlebst da irgendwelche Fantasien. Jetzt wirfst du zwei Dinge durcheinander. Das eine ist das Rollenspiel, wo ich mich mit Freunden treffe. Ja. Da schalte ich ab, da lasse ich einfach die Gedanken schweifen. Das andere ist fantastische Geschichten schreiben. Und da ist einfach 95% harte Arbeit. Und das meiste von der kreativen Arbeit, wie ich auf die Geschichten komme, ist tatsächlich in dem Moment, wo ich mich hinsetze, das eigentliche Buch schreibe, schon erledigt. Aber das ist dann wirklich so, sagen wir mal, jetzt 13 Uhr. Der Ork hat gerade irgendwie, ich weiß nicht, 50 Leute gekillt und dann Cut und dann gibt es Fischstäbchen mit Püree, oder? So, dann gehst du zu Tisch. Das geht, das ist überhaupt kein Problem. Also es arbeitet nicht weiter, geschweige denn über den Tisch vielleicht Richtung Gattin oder
Also ich komme dann da nicht hin und spreche meine Frau plötzlich in der dritten Person an, kann, könnt ihr mir vielleicht noch Brunnenwasser reichen bald oder sowas. Gab es solche Zeiten oder gab es das auch nicht? Die gab es sicher, aber nicht in meinem Leben. Das ist ein paar hundert Jahre her dann. Okay. Also es macht natürlich Spaß, sich diese Sachen auszudenken. Sonst würde ich es nicht machen, sonst wäre ich nicht so begeistert dabei. Aber ich meine, ich verliere mich nicht in meinen Büchern. Also ich tauche da schon ein, wenn ich arbeite, weil ich konzentriert daran arbeite, weil ich die Stimmung aufnehme, die ich vermitteln möchte und so weiter und so fort. Aber wenn zwischendurch das Telefon klingelt und meine Steuerberaterin ist dran, dann falle ich nicht aus allen Wolken und brauche erstmal 10 Minuten, um zu verstehen, wer sie ist und dass ich jetzt nicht in Goldmünzen zahlen muss. Also ich finde das faszinierend. Ich glaube, ich könnte das nicht. Also ich glaube, ich wäre dann da so drin. Steuerberater geht dann nicht, glaube ich. Ich mache es ja nicht, aber... Du hast aber zum Beispiel heute noch auf Facebook irgendwie was gepostet. Ich habe nicht mal quer gelesen. Das war auf Englisch, war mir eh viel zu viel, aber... Das war halt so ein Joke, da wäre irgendwo ein Drachenschädel angespendet worden an irgendeinen Strand und dann stand da von dir direkt der Kommentar drunter, haben will. Also das will ich für meinen Garten auch haben. Wäre das okay, ein Drachenschädel bei euch im Garten? Nein, will ich nicht. Also irgendwie scheinst du ja schon rund um die Uhr mehr oder weniger damit zu tun zu haben oder zumindest sehr anfällig zu sein, was solche Dinge angeht. Klar, ich liebe das. Also ich gucke auch Serien wie Game of Thrones. Die Herr der Ringe-Filme finde ich hervorragend. Mit dem Buch kannst du mich auch jagen. Natürlich sind das Dinge, mit denen ich mich gerne befasse und die auch meine Begeisterung wecken und von der ich auch nicht zuletzt so eine gewisse missionarische Energie ziehe, weil ich natürlich auch andere, dich unter anderem auch, irgendwann kriege ich dich auch noch dazu, gute Fantasy zu lesen. Optimistisch. Es sind einfach Dinge, die mich begeistern. Und dann liegt natürlich auch der Schluss nah. Ich meine, bei einem Drachenschädel ist jetzt der Schluss zur Fantasy nicht allzu fern. Wenn es da jetzt um ein Wrack aus dem Zweiten Weltkrieg gegangen wäre, ein Flugzeugwrack, das ist auch letztens irgendwann geborgen worden, da habe ich auch drüber gefacebookt, da käme ich natürlich nicht auf die Idee, das mir in den Garten zu legen. Bist du denn, also man vergleicht das ja dann immer so mit sich selber, ne? Du hast gerade gesagt, mich das jetzt zu begeistern. Ich sag eher optimistisch, wird nicht klappen. Jetzt bin ich ja eher so, auch wenn ich mit der Wortwache und anderen Formaten da eher so viel Spökes mache, ich bin eher so ein schwermütiger Typ. Und ich stelle mir dann eher, also ich kann auch bei so einem Wetter, kann ich mir echt die Frage stellen, woher komme ich, wo gehe ich hin? Bei 30 Grad, kein Problem. Ich glaube, so bist du nicht, oder? Du bist, glaube ich, lebensfroher als dein Gastgeber. Kann das sein? Dazu müssten wir jetzt, glaube ich, unsere schwermütigen Abende vergleichen. Also ich bin natürlich auch nicht immer gut gelaunt und immer lustig. Ich habe halt den Humor für mich als sehr adäquates Mittel gefunden, um mit vielen Dingen umzugehen. Dazu zählen Mitmenschen, dazu gehören Frustrationen, dazu gehört auch das Wetter, wenn es schlecht ist. Das ist einfach ein gutes Ventil für mich. Da weiß ich, damit kriege ich die Leute dazu, nachzuvollziehen, was ich gerade denke. Und das gefällt mir einfach. Ich weiß nicht, wie schwermütig du bist, und auch ich bin nicht immer gut gelaunt und wache morgens mit einem Lachen auf. Aber man sagt ja immer, die lustigsten Träume sind eigentlich die traurigsten Menschen. Ja. Ich habe das nochmal überflogen, was du da auf deiner Website stehen hast. Also zum Beispiel die Tatsache, du gehst da ja auch so ganz offen mit um, ich frage dich gleich nochmal genau, warum das so ist, dass du keinen Alkohol trinkst, dass du keine Drogen nimmst. Du hast natürlich als Spaßvogel, hast du das dann hier auch wieder in einem Absatz umschrieben. Mit 2 Jahren aß er alle Weinbrandbohnen von den Weihnachtstellern seiner Familie und hatte darum sehr selige Weihnachten. Wie bei Obelix, mit dem er auch die Hosengröße teilt, sorgte diese frühkindliche Prägung dafür, dass er seitdem dauertrunken ist und kein Alkohol mehr zu sich nimmt. So, jetzt befinden wir uns in einer Branche, wir zwei, der wird unglaublich viel gesoffen. Muss man mal ganz ehrlich sagen. Und da fällst du also eher so aus dem Rahmen, dass da so jemand ist, so, nö, ich trinke nicht, ich nehme keine Drogen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich werde dann immer misstrauisch. Da stimmt was nicht. Das mit den Weinbrandbohnen glaube ich dir nicht. Das ist tatsächlich wahr. Da kannst du meine gesamte Familie, da gibt es Fotos von, wie ich still und selig auf der Couch sitze zwischen meiner kompletten Familie. Aber dennoch liegt es nicht daran, oder? Hat das einen Grund? Ich habe
mehrmals Erfahrungen mit Alkohol gemacht. Das ist jetzt nicht so, dass ich von vornherein oder aus christlichen Gründen oder so. Und mir gefällt der Kontrollverlust nicht, den ich dabei habe. Ja. Also wenn andere Leute sagen, oh, dann bin ich locker und dann... Ne, das, aber dafür machen alle anderen das. Ist ja, klar. Ja, so locker möchte ich nicht werden. Okay. Also, und bei Drogen habe ich schlichtweg tatsächlich die Angst, dass die mir zu gut gefallen könnten. Ja. Also ich meine, beim das Essen gönne ich mir und ein, zwei andere Laster habe ich auch. Aber Drogen gehen mir zu schnell hinten rüber, wenn man es zu gut damit meint. Und deswegen halte ich mich lieber ganz fern davon. Hellhörig werde ich auch immer beim Thema Wohltätigkeit. Hm. Ihr veranstaltet, ich muss dazu sagen, das wissen ja wahrscheinlich nicht alle, du bist ja einer der beiden Wuppertaler Wortpiraten, die in der Börse jeden Monat den Poetry Slam veranstalten. Sehr erfolgreich, muss man dazu sagen. Und ich glaube, einmal im Jahr macht ihr so einen Charity Slam für ein Kinderhospiz, richtig? Oder für das Wuppertaler? Für den Bergischen Kinderhospizdienst, ja. Genau. So, da steht übrigens auch, wenn ihr ein bisschen Kleingeld übrig habt, die vorne die Spenden. Ach so, hast du sogar mitgemacht, habe ich gar nicht gesehen. Und da werde ich halt auch immer hellhörig. Da denke ich auch immer, in unserer schnelllebigen, kalten Welt ist das nicht normal. Da hat jemand, ich weiß nicht, eine Erfahrung gemacht oder kennt jemand, der eine Erfahrung gemacht hat. Und gibt es da was in die Richtung? Mein Vater ist an Lungenkrebs gestorben. Das hat mich für Krebs generell ein bisschen sensibilisiert. Und als ich dann Vater geworden bin, war halt natürlich der Gedanke nahe, okay, Gott sei Dank, unser Sohn ist gesund, dem geht's gut. Es gibt da Leute, denen es nicht so gut geht. Und wir hatten diesen Benefits-Slam angedacht und haben dann überlegt, was können wir denn für ein Benefits nehmen, das auch wirklich was bringt. Und wo auch sowohl der David Grashoff, also der Grasi, der auch Vater ist, und ich hinterstehen können. Und dann kamen wir eben in Kontakt mit dem Bergischen Kinderhospizdienst und das war auch so ein bisschen ein Augenöffner, weil ich nämlich mitbekommen habe, dass die Arbeit gar nicht so sehr ist, das Leid fernzuhalten, sondern die Freude zu erhalten bei dieser Begleitung von lebensverkürzend erkrankten Kindern. Und das fanden wir einfach beide so toll, dass wir gesagt haben, jawohl, dafür lohnt sich das, dafür machen wir das. Und es war auch einfach so ein bisschen der Versuch, wir haben ja echt einen unfassbaren Erfolg mit den Wuppertaler Wortpiraten gehabt und dem Poetry Slam. Das sage ich jetzt nicht, um das, na gut, ein bisschen auch, weil ich stolz drauf bin, aber nicht hauptsächlich, sondern einfach um klar zu machen, das kam für uns völlig unerwartet. Also wir haben stellenweise ausverkaufte Häuser mit 200, 220 Leuten und haben gesagt, wenn wir so viel Glück haben, dann müssen wir einfach Leuten, die eben an bestimmten Bereichen Pech hatten, versuchen, ein bisschen Leute in die Augen zu greifen. Okay, ist natürlich großartig, wird wahrscheinlich kaum jemand anderer Meinung sein. Lass uns doch mal ganz kurz, gar nicht so ausufernd, mal eben so ein bisschen in deinen Alltag gucken. Jetzt haben wir da eben schon eher so ein bisschen rumgespaßt. Wie sieht denn so ein wirklich ganz normaler André Wiesler-Tag aus, was das Arbeitspensum betrifft? Was entsteht da an einem Tag? An wie vielen Projekten arbeitest du gleichzeitig? Das ist immer sehr unterschiedlich. Also ich habe ja verschiedene Auftraggeber, ich habe verschiedene Bereiche, an denen ich arbeite. Ich habe jetzt gerade mehrere Workshops für Ende des Jahres in der Vorbereitung, die auch ziemlich viel Zeit kosten. Das schwankt zwischen, ich gehe morgens um 7, 8 an den Rechner, kommt immer ein bisschen darauf an, wie lange mein Sohn und meine Frau mich schlafen lassen, zum Glück meistens ein bisschen länger, als sie selber schlafen. Dann bin ich am Rechner und dann erstmal wie in jedem Bürojob werden Mails abgearbeitet, die wichtig sind. Je nachdem, wie sehr ich mich der Zeitverzögerung gerade schuldig mache, werden dann auch mal ein paar Mails beantwortet, die noch nicht so wichtig sind. Und dann gucke ich auch auf Facebook, aber in der Regel bin ich so ab 9 Uhr wirklich dabei, Dinge zu schreiben, Dinge vorzubereiten. Das zieht sich dann, bis mein Sohn um 2 aus dem Kindergarten kommt. Dann mache ich mit ihm eine Kleinigkeit und dann geht es bis 5, 6 abends weiter. Und dann gehört der Rest des Tages der Familie. Das hört sich recht komfortabel an. Also ist toll, ja. In unserer Branche wird nicht nur viel gesoffen, es wird auch viel gearbeitet, gerne bis spät nachts, also von daher hört sich das ganz gesund an. Aber die ganzen Bereiche, die ich eben aufgezählt hatte, die laufen nicht immer alle parallel. Also das sind auch Stationen bei, das sind so temporäre Geschichten, nehme ich mal an, je nach Auftragslage. Also ich will jetzt diesen einen Punkt, Marketing und Social Media Berater, das ist jetzt wahrscheinlich nicht dein täglich Brot. Was genau ist das und was für Projekte hängen oder hingen da dran? Grundsätzlich bezieht sich das Berater vorrangig darauf, dass ich Leuten
zu bringen versuche, wie sie das erfolgreich tun, indem sie eigene Initiative zeigen. Also die Hauptschwierigkeit gerade bei Social Media ist, das kann man nicht von außen machen. Also ich kann nicht in eine Firma reingehen oder in einen Betrieb reingehen, in ein Unternehmen reingehen und kann sagen so, ich mache jetzt mal für euch euer Social Media, weil ich gar nicht die Identifikationsfigur für die Leute da draußen bin. Sondern das muss aus dem Betrieb jemand sein, das muss jemand sein, der auch fachliche Ahnung hat. Wenn ich einen Maschinenschlosser berate, dann weiß ich nicht, welche seiner Maschinen was macht. Da kann ich nicht glaubhaft vermitteln, das ist es jetzt, wofür wir einstehen. Und gerade beim Marketing geht es wirklich gezielt um Kampagnen und um Projekte. Für einen Spieleverlag, mit dem ich sehr viel mache, habe ich beispielsweise in den letzten anderthalb Jahren eine neue Homepage aufgebaut und eben ein neues Social-Media-Konzept entwickelt. Und das ist jetzt abgeschlossen und jetzt mache ich eben andere Projekte, andere Dinge. Okay. Dann steht noch in der langen Liste der Begriff Übersetzer. Was genau machst du oder hast du gemacht? Ich habe früher sehr, sehr viel Englisch-Deutsch übersetzt. Vorrangig Fantasy-Bücher, Science-Fiction-Bücher und auch Rollenspiel-Bücher. Das ist jetzt in letzter Zeit sehr stark zurückgegangen. Jetzt bin ich in der komfortablen Lage, eher selber was zu schreiben, als andere Leute Arbeit zu übersetzen. Dann nochmal zurück auf deinen Lebenslauf, den du da auf deiner Website hast. Da gibt es dann noch die Stelle. Zuerst schrieb er für Comedy, Fernsehsendungen wie RTL Samstag Nacht, Happiness, die Dreisten Drei, die Kinder-Comedy, Alles klar. Und Verstehen Sie Spaß oder ein WM-Special von Hurra Deutschland? Wie kommt man da drauf? Wie kommt man erstmal darauf, das zu machen? Und wie kommt man dann dahin, das wirklich machen zu können? Das sind begehrte Jobs. Die sind, je nachdem, fließt da auch richtig Geld. Und das wollen viele, können natürlich nicht alle. Das war eine Mischung aus überbordender Hybris in meiner Studienzeit, weil ich dachte, das kann ich alles auch mindestens genauso gut oder besser schreiben, was da in den verschiedenen Sendern so an Comedy runtergenudelt wurde. Das ist jetzt schon lange, lange her. 15, 20 Jahre. Ich habe es nicht so mit der Zeit. Also wir haben beispielsweise, zum Glück, da habe ich die richtige Frau gefunden, wir haben nämlich heute festgestellt, oh, guck mal Schatz, meine Tante hat gerade angerufen, wir haben heute 10-jährigen Hochzeitstag. Habt ihr heute tatsächlich? Haben wir heute tatsächlich, ja. Herzlichen Glückwunsch euch beiden. Und wir haben es beide konsequent vergessen. Also insofern habe ich da die richtige Frau für mich gefunden. Aber es war während meines Studiums, da war ich 20, also muss es jetzt 17, 18, 19 Jahre her sein. Und in der Zeit gab es tatsächlich noch nicht so viele Comedy-Schreiber, da gab es noch nicht die Comedy-Akademien, die jedes Jahr wirklich schon fast fabrikartig Comedy-Autoren rausschleusen. Und mit dieser klaren Überzeugung, dass ich es auf jeden Fall besser kann, hatte ich dann noch den Vorteil, dass mein Schwager zu der Zeit gerade in der Redaktion gearbeitet hat. Der war natürlich erstmal, wenig geneigt, mich da reinzubringen, denn die Gefahr war ja, dass er sich dann irgendwas anhören muss, weil er seinen 20-jährigen Schwager da dann irgendwie reinholt. Aber die 40 Gags, die ich dann am Wochenende geschrieben hatte, wurden fast alle gekauft. Damit war das ausgeräumt und dann ging es halt ganz gut weiter damit. Das ist übrigens eine Branche, in der noch deutlich, deutlich mehr gesoffen wird als in unserer Branche. Und das ist tatsächlich mit einer der Gründe, warum ich da wieder ausgestiegen bin. Weil ganz, ganz viel beim Bier oder beim Schnaps nach der eigentlichen Redaktionssitzung dann am Kneipentresen entschieden wurde. Und da ich in Köln gearbeitet habe und in Wuppertal gelebt habe und dann noch im Zug zurück musste, war halt um 11 für mich Schluss. Und da fingen die anderen dann gerade erst an, über Gas-Zoll-Projekte zu sprechen. Wie lange hast du durchgehalten? 2 Jahre habe ich gemacht, wobei ich aber nur im ersten Jahr wirklich nennenswert was verdient habe davon. Ja. Aber hast du da entdeckt, dass du auch sehr witzige Geschichten schreiben kannst? Oder war das vorher schon klar? Oder weißt du das schon, seit du klein warst? Naja, ich war halt in der Schule häufig der kleine, dicke, cholerische Junge. Und da gibt es halt zwei Möglichkeiten. Entweder man vermöbelt alle anderen. Da war ich nicht gut genug drin, oder man wird halt der Klassenclown. Und daraus hat sich das entwickelt. Mittlerweile mache ich das aus Begeisterung und aus Liebe und nicht mehr nur als Verteidigungsmechanismus. Aber das war eigentlich schon immer klar. Also, lustig war ich eigentlich, albern war ich bis 14 und dann habe ich angefangen zu verstehen, wie Humor funktioniert. Und mit deinen humoristischen Geschichten füllst du, glaube ich, mittlerweile 2 Bücher, ne? Ist das neue schon da? Oder? Nee, ist noch nicht draußen. Aber das erscheint bald, oder? Das ist jetzt in Arbeit. Meine
Verlegerin ist gerade ihr erstes Kind gekriegt, also das wird noch ein bisschen was dauern, bis das fertig ist, aber da ist jetzt gerade der Nachfolger geplant. Genau. Also hier das erste Abnehmen, Kinderkriegen und andere Katastrophen. Also auch durchaus Mut zur Selbstironie. Und wie viele Geschichten sind hier drin, weißt du das? Ich habe nicht die wenigste Ahnung. Das ist so ungefähr das Gesamtwerk von anderthalb, zwei Jahren, okay, seit dem Anfang der Poetry Slam Bühne. Ja. Damit triffst du ja auch auf. Ich war, ich weiß nicht, vor zwei Jahren oder so, bei deiner Solo-Premiere hier in Wuppertal in der Börse. Das gibt es ja auch als Bühnenprogramm und das ist natürlich eine riesen Bandbreite, die du da bedienst. Und diese humorvollen Sachen, die lebst du vorrangig dann aber beim Slam aus, oder? Also in der Börse, beim Vortex. Und gehst du selber noch zu Poetry Slams als Teilnehmer? Ganz, leider ganz, ganz selten. Du hast mir mal erzählt, bei deiner ersten Teilnahme hättest du verloren. Und dann wärst du sehr trotzig wieder hin und hättest dann, glaube ich, gewonnen oder einen zweiten Platz. Ja, es war fast wie aus einem klassischen amerikanischen Sportfilm. Also ich bin hingegangen, völlig blauäugig, dachte mir, lustige Geschichten schreibe ich seit Jahren, klar. Dann mal ein paar Sachen zu Hause geschrieben, bin da hingegangen, hatte mir vorher das Format nicht angeguckt, habe mir vorher nicht angeguckt, wie funktioniert Poetry Slam. Bin da hingegangen und bin zu Recht völlig versagt. Also bin in der Vorrunde rausgeflogen mit den wenigsten Stimmen dieses gesamten Abends und da waren 10 Leute. Das ist bitter. Das war eine nötige Lektion in dem Moment für mich. Und danach habe ich mich hingesetzt, habe mir angeguckt, wie funktionieren solche Texte, was gehört da alles dazu. Diese ganze Bühnengeschichte habe ich völlig ignoriert, weil ich dachte mir, ja gut, ein bisschen Geschichten vorlesen kann man schon, Lesungen hast du gemacht, aber es ist ein völlig anderes Gefühl. Das ist genau das, was mich jetzt so sehr daran freut, dass man halt wirklich, platt gesagt, die Sau rauslassen kann auf der Bühne. Ja, ich würde sagen, nachdem ich ja eben aus deiner schwarzen Perle zitiert habe, was ja jetzt eher weniger humoristisch ist, lässt du dann am besten jetzt mal mit einer deiner Geschichten die Sau raus. Ja. Ich glaube, die heißt Einkaufen. Geht mal los. Ach, schön. Ja. Meine Damen und Herren, Sie sehen gerade André Wiesler bei einer einzigartigen Performance. Er gießt sich Wasser ein in ein Glas, in dem, glaube ich, auch Minzblätter schwimmen. Nicht André Wiesler mit dem Text Einkaufen. Das ist sozusagen ein Klassiker. Es ist einer der ersten Texte, den ich geschrieben habe für den Poetry Slam, also einer, der funktioniert hat. Und er trägt den ebenso lyrischen wie vielsagenden Titel Einkaufen. Ich hasse das Einkaufen. Als freiberuflicher Autor kann ich mir eigentlich aussuchen, wann ich die Wirtschaft ankurble. Aber irgendwie rutsche ich dann doch immer wieder in den Altersheim-Ausflug am Vormittag oder in den fackeltragenden Feierabendmob. So auch diesmal. Schon als ich auf den Parkplatz fahre, lässt mich ein Blick auf die silberköpfigen Scharen und das Musikantenstadionpublikum denken. Und kaum drin lauert die erste Schikane. Eine Mit-40erin am Puddingprobenstand springt mir so vehement in den Weg, dass ich im Ausweichen versehentlich ein Kleinkind ins Reinigungsmittelregal trete. Sie lächelt mich mit der Aufrichtigkeit eines bettelnden Junkies an und fragt: Möchten Sie mal probieren? Ich habe mehr Appetit auf Rache als auf Pudding. Darum sage ich: Hören Sie mal, schämen Sie sich nicht? Ihr Lächeln hält noch Stand, aber in ihren Augen flackert Unsicherheit. In einem Musical entspinne sich an dieser Stelle sanfte Musik und sie sänge in die Ferne: Was kann es sein? Was mag er wollen? In Wuppertal Barmen brechen sich solche Gefühle jedoch mit der einfachen Silbe Bahn. Was? Denken Sie doch mal nach! Jetzt denken Sie doch bitte mal nach! Fordere ich. Warte aber nicht ab, bis ihr an dieser unmöglichen Aufgabe scheitert. Sie geben hier jedem Kunden einen von diesen kleinen Plastikbechern. Das sind in der Minute etwa 1,2, also in der Stunde 72, also an einem normalen Tag 612 Becherchen. Ihr Gesicht ist so leer wie Heidi Klums Kühlschrank. Ich verwirre sie weiter, indem ich die Becher mit Vanille, Schoko und Mandelcrisp wie ein Hütchenspieler durcheinander mische. Wissen Sie eigentlich, wie viele Kondome für Jugendliche man daraus hätte machen können? Aber, will sie einwenden, doch ich bin in Fahrt, greife an mir vorbei den Turm aus Bechern und schlippe sie einzeln zu Boden. 1, 2, zack, ungewollte Schwangerschaft. 1, 2, Hepatitis. Aber ich dachte, nein, sie dachten eben nicht.
Tür für den ganzen Stapel zu Boden. Tripper, Filzläuse, Schulabbruch und wer ist schuld? Wer ist schuld? Sie stürmt davon, aufgelöst, verängstigt. Ich warte nicht auf ihre Rückkehr, sondern leere die offenen Packungen und gehe mit glucksendem Puddingbauch weiter. Da setzt sich eine Tussi im engen Kostüm vor mich. Sie telefoniert lautstark und schafft es, mir effektiv den Weg zu versperren. Höfliche Worte, Gesten, sogar Rufe ignoriert sie. In der abgespreizten Hand trägt sie einen Plastikbeutel mit zwei Bio-Kiwis, die von meiner Warte aussehen wie große haarige Eier. Das nur so als kleine Assoziation für den nächsten Obstkorb. Als sie zum letzten Päckchen Oritzer Wildreis greift, sehe ich meine Chance. Ich presche vor und schnappe es ihr vor der Nase weg. Sie blickt mich pikiert an und sagt ins Klapphandy: Hey, warte mal, da hat mir gerade so ein Dicker was geklaut. Ich erwidere: Aber der Dicke kann heute lecker Reis essen, jam jam. Und dann schlitze ich mit dem Daumen ihren Kiwi-Beutel auf. Während sie sich nach den Hodenfrüchten bückt, werfe ich den Reis oben aufs Regal und mache mich aus dem Staub. Jetzt muss ich mich aber wirklich sputen. Doch an der einzigen offenen Kasse stehen bereits gefühlte 400 Mann. Also spreche ich eine Verkäuferin an, die gerade Waren ins Regal räumt. Entschuldigung, würden Sie bitte eine zweite Kasse aufmachen? Nee, brüllt sie, und ich kann mich nicht entscheiden, ob sie mich eher an den Yeti oder seinen Bergsteigerliebhaber erinnert, auf dessen Namen ich gerade nicht komme. Er hat genug ist für beide Varianten. Kann ich nicht. Bei ihr verschleift es sich zu einem Wort und wird von der Wuppertaler Universalvokabel abgerundet. Küch dich voll! Ich bin natürlich sofort voller Sorge. Hat die arme Frau eine seltene Erbkrankheit, die dafür sorgt, dass ihr das Rückgrat bricht, sobald sie sich setzt? So etwas soll vorkommen, wenn die Eltern schon vor der Hochzeit verwandt waren. Den Faltenrock, der unter dem viel zu engen Kittel hervorlugt, hat sie sicher von ihrer Mutter, Querstrich, Schwester, geerbt. Der ist schon seit Jahren nicht mehr gewaschen worden. Ich merke erst jetzt, dass wir gar nicht in der Nähe der Käsetheke stehen. In diesem Moment öffnet eine junge, propere Dame vom Typ Hauptschulabbrecherin eine weitere Kasse. Ich tippe der vom Schicksal geschlagenen Kurz mit einer Stange Sellerie tröstend auf die Schulter. Anfassen will ich sie dann doch nicht und sage: Tut mir sehr leid, Reinhold. Während ich mich freue, dass mir der Name wieder eingefallen ist, versucht mich eine Alte mit gehässigem Blick zu überholen und murmelt: Lamaschiger Homo. Ich gebe Gas, streife sie an einem Überraschungs-Display ab und erreiche die Kasse so vor ihr. Während sie, hätte man früher vergast, murmelt, habe ich meine Waren aufs Band geladen und halte der Alten den faustgroßen Sack mit 1- und 2-Cent-Stücken unter die Nase, mit dem ich zu zahlen gedenke. Und das nächste Mal fährt dann wieder meine Frau einkaufen. Obwohl, eigentlich haben wir genug Duschgel mit Erdbeergeschmack. Dankeschön. Ja, vielen Dank, André Wiesler. Das entsteht auch im stillen Kämmerlein, ja? Teils empirische Erfahrungen, teils Kämmerlein, ja. Okay. Ich wollte nur kurz sagen, da diese Veranstaltung einen überschaubaren Zeitrahmen hat und wir keine Pause machen, seid ihr alle noch versorgt, sonst könnt ihr sich ja auch zwischendurch mal bestellen. Ansonsten machen wir da jetzt weiter. Ich habe noch das Wahre, ihr müsst viel trinken. Aus dem Leben André Wieslers habe ich noch einen sehr schönen Abschnitt gefunden, auch von dir selber, keine Angst. Da weder aus der Karriere als Nacktmodel noch aus dem Kindertraum Meeresarchäologe zu werden etwas wurde, begann Wiesler ein Studium der Germanistik, Literaturgeschichte Englands und allgemein Literaturgeschichte. Nach einigen, in Klammern, Dutzend Semestern und einer recht erfolgreichen Zwischenprüfung wurde ihm jedoch klar, dass er lieber selber Werke schreiben, als in die bestehenden Werke alter Meister wild Dinge hineinzuinterpretieren. Dass es dabei in manchem Seminar keinen Unterschied für die erfolgreiche Teilnahme machte, ob er die jeweiligen Werke vorher gelesen hatte, machte es nicht besser. So, ich glaube, man kann entnehmen, du hast an einem bestimmten Punkt nach, ich weiß nicht wann, nach der Zwischenprüfung vermutlich abgebrochen, mit dem sicheren Gefühl, hier kann ich gar nicht wirklich was lernen. Das würde ich so nicht sagen. Man kann sicherlich auch im Germanistikstudium sehr viel lernen. Das hat meine Frau bewiesen, weil die hat es nämlich abgeschlossen. Und da haben wir uns kennengelernt. Insofern hat sich das auf jeden Fall schon mal gelohnt für mich.
Aber ich glaube nicht, dass jemand, der selber schreiben möchte, in einem Germanistikstudium irgendwas lernt, also wirklich irgendwas, was ihm bei seiner Karriere hilft. Sondern da wird man eben Wissenschaftler. Ich meine, wenn man Kuchen backen will, geht man auch nicht zum Chemiestudium. Jetzt hat man ja eben schon in der langen Liste deiner Funktionen dann eben auch gefunden, dass du selber unterrichtest. Und zwar, wie du das ausdrückst, die Kunst und das Handwerk des Schreibens. Du bietest unter anderem ein Seminar oder einen Workshop an, wie schreibe ich ein Buch? So, da gibt es, wenn man in die Buchhandlung geht, zum Beispiel in die Buchhandlung könnte, dann gibt es da, glaube ich, zahlreiche Bücher, oftmals amerikanischer Autoren, die solche Ratgeber oder solche Art Bücher anbieten. Wie schreibe ich ein Buch? Wie werde ich ein erfolgreicher Autor? Wie schreibe ich denn nur ein Buch? Also erstmal muss ich noch ein bisschen eingrenzen. Mein Workshop heißt, wie schreibe ich ein Buch? Das heißt bewusst nicht, wie schreibe ich einen Bestseller, wie schreibe ich ein gutes Buch oder wie schreibe ich den verdammten tollen Roman, den alle haben wollen. Das ist ein großer Unterschied zwischen meinem Kurs und vielen von den Ratgebern. Die Ratgeber vermitteln den Eindruck, es gibt ein geheimes Autorenwissen, das nur die Bestseller kennen, und in diesen Büchern oder in diesen Kursen wird es verraten. Es gibt aber kein geheimes Wissen, es gibt ein Handwerk, es gibt Tricks und Tipps, die man erlernen kann und die man üben muss. Also ich weiß nicht mehr, es gibt Zitate von verschiedenen großen Autoren, laufen alle so in etwa auf das Gleiche raus, nämlich ein gutes Buch zu schreiben ist 10% Talent, 30% Frust und 60% harte Arbeit. Aber plauder doch trotzdem mal aus dem Nähkästchen. Also du schreibst jetzt im Bereich Fantasy, Mystery, ist das denn wirklich auf jedes Genre anwendbar? Das wäre eine ganz interessante Frage. Ne? Also wenn ich mich jetzt eben mit den schwerwiegenden Fragen beschäftige, wo komme ich her, wo gehe ich hin und will mich irgendwie ganz anderen Themen widmen, kannst du mir dann sagen, wie ich so ein Buch schreiben, also handwerklich schreiben kann? Geht das? Bis zu einem bestimmten Punkt, ja. Also das Seminar richtet sich gezielt an Leute, die sehr bald vorhaben, ein Buch zu schreiben oder angefangen haben, ein Buch zu schreiben, aber aus irgendeinem Grund nicht damit fertig werden. Also es gibt ganz viele Autodidakten, die es tatsächlich hinbekommen, sich hinzusetzen, ein Buch fertig zu schreiben. Viele davon taugen auch was, viele auch nicht. Aber das können tatsächlich ganz, ganz viele Leute. Ich richte mich mit meinem Angebot vorrangig an die Leute, die sagen, ich weiß nicht so recht, wie ich es anfangen soll. Wie entwickle ich denn eine Geschichte? Worauf muss ich denn bei Figuren achten? Was für Techniken gibt es? Muss ich vorausplanen? Kann ich einfach losschreiben? Wenn ich dann weitergekommen bin, wie bringe ich das Ganze an einen Verlag? Auf was muss ich rechtlich achten, wenn ich ein Buch schreibe? Das sind alles Dinge, die sind tatsächlich vollkommen genreübergreifend. Das kann Fantasy sein, Krimi sein, das kann auch ein philosophisch angehauchter moderner Roman sein. Das sind alles, was handwerklich die Grundlagen sind, ist komplett gleich. Ab einem bestimmten Punkt würde ich dich dann einfach an einen anderen Fachmann weiterverweisen müssen. Also wenn du jetzt sagst, du möchtest vorrangig Essays über Kant schreiben, dann fehlt mir einfach das nötige Hintergrundwissen in der Philosophie, um dir da entsprechend weiterhelfen zu können. Aber alles, was von dem Moment, ich möchte ein Buch schreiben, bis zu dem Moment, jetzt setze ich mich ran und schreibe es und habe dann nachher inhaltliche Probleme bei meinem Buch, auf diesen ganzen Schritten kann ich dir helfen, und viel davon thematisiert auch der Workshop. Und dann sagst du ja, du unterrichtest das Handwerk und die Kunst des Schreibens. Wie muss ich mir vorstellen, die Kunst des Schreibens zu unterrichten? Also ich meine, da geht es ja doch vorrangig um Talent, um Leidenschaft, um Ehrgeiz oft. Das kann man schlecht unterrichten, oder? Da muss natürlich schon was da sein. Aber das ist ähnlich wie bei einem Diamanten. Ich kann es schleifen. Also wenn ich eine gute Basis habe, wenn jemand die Kreativität mitbringt, die Arbeitsmoral mitbringt und vor allen Dingen den Willen mitbringt, die Opfer zu bieten, die es einfach kostet, Autor sein zu wollen oder Autorin, dann kann man daran arbeiten, die Stärken zu verstärken und die Schwächen abzumildern. Und klar, das eigentliche Talent, ich kann nicht aus jemandem, der keinen geraden Satz zusammenbringt oder der keine Idee hat für irgendwas, kann man keinen erfolgreichen Autor machen. Wer kommt zu dir? Wer will bei dir lernen, unterrichtet werden? Denn zwei Damen haben wir hier vorne sitzen. Und das ist wirklich querbeet. Also das fängt an
auch durchaus von Germanistikstudenten, von Schülerinnen, mit denen ich hier zum Beispiel am Bayreuther gearbeitet habe, geht über alle Berufe. Es ist tatsächlich so, dass ganz, ganz viele Leute zu Recht irgendwann erkannt haben, vom Schreiben alleine werde ich wohl nicht leben können, haben sich einen Brotberuf gesucht und irgendwann im Laufe dieses Brotberufes bemerken sie dann auch, eigentlich möchte ich doch wieder schreiben. Und eigentlich möchte ich dahin zurück und möchte wieder Geschichten erzählen. Und das ist dann der Moment, wo sie sagen, gut, ich habe das jetzt 20 Jahre lang nicht gemacht, ich habe damals mal irgendwas geschrieben, aber mir fehlt einfach das Handwerk, um anzufangen. Und das sind dann in der Regel die Leute, die zu mir kommen. Dann habe ich gesehen, du bietest unterschiedliche Sachen an. Es gibt ja zum Beispiel, das ist aber glaube ich älter, ich möchte das trotzdem dem Publikum nicht vorenthalten, einen Multimedia-Vortrag von Blutsaugern, Hexen und Menschenfressern. Und dann steht da zum Beispiel für Bestatterbetriebsfeste. Was umfasst sowas? Also wenn da jetzt wirklich mal jemand ernsthaftes Interesse haben sollte, was wird da gegeben? Das ist tatsächlich eine Mischung aus einer Lesung und einem Vortrag. Ich habe eine dreiteilige Mystery-Reihe geschrieben, die ist mittlerweile leider auch vergriffen und nur noch als E-Book erhältlich, aber ein paar habe ich dabei. Das eine werde ich gleich auch ein bisschen was lesen, glaube ich, wenn wir dafür noch die Zeit haben am Ende. Auf jeden Fall, unbedingt. Und da war die Überlegung, so eine klassische Lesung, eine klassische Wasserglaslesung, wo er so sitzt mit seinem Büchlein, sein Wasserglas dahinstellt, die stinkt halt gegen jede Art von anderer Abendunterhaltung mittlerweile ziemlich ab. Also wenn man nicht Bestseller-Autor ist und die Leute wirklich kommen, um zu sehen, wer ist denn da der oder diejenige, die da so viele Bücher verkauft hat, kann man damit heute eigentlich noch selten die Räume füllen. Und dann habe ich mir überlegt, wie kann ich das ändern, wie kann ich das bei mir anders machen, und ich habe sehr, sehr viel und sehr umfangreich recherchiert für diesen Dreiteiler und habe eine unfassbare Menge an Sagen, Legenden, Hintergrundgeschichten von eben übernatürlichen Wesen und der Inquisition zusammengetragen, die ich nicht verwendet habe. Also es wäre doch eine nette Idee, davon einfach die amüsantesten zusammenzustellen und das zu koppeln mit einer Lesung. Und das ist genau dieser Multimedia-Vortrag. Es ist immer ungefähr 50-50 gelesene Szenen, die eben einige Dinge anstoßen oder auch Dinge, die ich im Vortrag sage, vertiefen. Und der Rest sind Bilder, die an die Wand geworfen werden, eingespielte Sound-Sample und Interessantes und Obskures und Seltsames aus der Welt des Übernatürlichen. Das heißt, du wirst wirklich noch damit gebucht? Heute nicht mehr, nee. Heute nicht mehr. Heute nicht mehr. Bestatter waren wahrscheinlich auch nie dabei. Leider nicht. Wer war es denn? Leider nicht. Es waren vorrangig Kleinkunstbühnen und Buchhandlungen, die mich damit gebucht haben. Dann habe ich noch gefunden eine Musiklesung mit einer Metalband. Wolltest du, oder hast du früher Musik gemacht? Wolltest du mal so Metal-Star werden? Oder so? Ich meine, das würde so, sag ich mal, in das ganze Genre auch passen, ne? Bärenfell und so. Also ich kann dem Metal durchaus was abgewinnen, so ist es nicht. Also ich hatte früher auch lange Haare, genau aus dem Grund, dass man auch nicht abmoschen kann. Aber wie lange ist das her? Ich würde mich gerne mal ein Foto davon haben. Das gibt es noch irgendwo im Netz. Wenn du lange noch googelst, kommst du da drauf. Also ich hatte so ungefähr bis hierhin Haare, meistens im Pferdeschwanz. Dann, okay. Irgendwann sind die dann radikal abgeschnitten worden. Und eine Lesung mit Metalband, wie muss ich mir das vorstellen? Kenne ich noch nicht. Das war entgeil, um das mal so. diese Metalband heißt Wizard. Und Entschuldige, hat das einmal stattgefunden? Das hat leider nur einmal stattgefunden bisher, ja. Das ist, scheint wohl nicht so die Marktlücke zu sein, die ich mir davon erhofft hatte. Aber Wizard hat mich angeschrieben. Der Leadsänger ist ein ganz, ganz großer Fan von dieser Mystery-Trilogie. Das ist auch damit verzahnt. Und die haben tatsächlich ein komplettes Album zu dieser Trilogie gemacht. Also wir haben die Geschichte genommen und da ein richtig fettes, sehr klassisches Heavy-Metal-Album draus gemacht, das auch richtig gut abgeht. Also das kann ich nur empfehlen. Und, das ist aber keine Wuppertaler-Band. Keine Wuppertaler-Band, ja. Und dann haben wir eben überlegt, okay, was machen wir denn jetzt zur Veröffentlichung dieser CD? Und dann kamen wir darauf, dass wir einfach Lieder nehmen und dann die Szenen danach lesen, die diese Lieder inspiriert haben. Und das hat hervorragend funktioniert. Es war ein Riesenspaß für alle Beteiligten, aber offensichtlich doch nur eine lokale Geschichte, die einmal funktioniert hat, weil wir uns zusammen gekauft haben. Das haben wir gerade gehört, keine Wuppertaler Band, lokale Geschichte. Inwieweit bist du denn in Wuppertal aktiv und inwieweit bist du in NRW oder sogar Deutschland aktiv? Also dadurch, dass ich versuche, möglichst wenig von meiner Familie weg zu sein, begrenzt sich das dann alles ein bisschen auf den Radius. Ich habe neulich online
etwas gesehen, da bist du auch vor laufender Kamera interviewt worden. Das war auch wieder so ein Ding, was ich nicht verstanden habe, weil ich mich mit diesem Genre nicht auskenne. Was das ist so eine Convention? Was genau war das? Das war die Roleplaying Convention. Das ist die größte deutsche. Haben wir es wieder. Natürlich. Die größte deutsche Rollenspielmesse. Und zu dem Zeitpunkt habe ich Ulysses-Spiele noch bei, als Marketing-Sprecher vertreten. Und dann war ich natürlich unter anderem auch Ansprechpartner für verschiedene Leute, die was zu den Produkten wissen wollen. Und das ist halt die größte deutsche Rollenspielmesse. Mit Computer-Rollenspielen, Live-Rollenspielen, Pen-and-Paper-Rollenspielen. Und da muss ich natürlich sein. Ich lasse mir auch die meisten großen Cons nicht entgehen. Conventions, Spieler-Conventions. Das ist dann bundesweit, da bist du unterwegs, oder? Ja, das ist mal Hamburg, aber tatsächlich ist die größte Convention-Dichte tatsächlich hier so um uns herum sehr erreichbar bei Entfernung. Ja. Das heißt, vorrangig tätig bist du in Wuppertal. Inwieweit bist du in Wuppertal mit der anderen Literaturszene vernetzt? Ich meine, dass wir uns kennen, ist kein Geheimnis. Ja. Jetzt haben wir ja schon, sage ich mal, im Slam-Bereich gibt es einige, es gibt einen Schriftstellerverband, es gibt ein Literaturhaus. Es gab letztes Jahr die erste Literaturbiennale, die es nächstes Jahr wieder geben soll. Also ein bisschen ist ja schon was los. Inwieweit gehörst du dazu? In welchem Kreis bewegst du dich da? Also das ist tatsächlich sehr schwer einzuschätzen, weil es ja keine klassischen Kreise in diesem Sinne gibt. Also es gibt ein paar Vereinigungen, es gibt ein paar Grüppchen, die sich gefunden haben, aber ansonsten würde ich sagen, ich schwimme immer mal wieder so quer durch. Also wenn sich Berührungspunkte ergeben, nehme ich die gerne mit. Ich würde mich jetzt nicht zur klassischen Literatur zählen, wobei auch da die Frage ist, was ist das für eine Definition und wo genau muss man stehen, damit man dazugehört oder will man sich davon abgrenzen oder sowas. Das liegt mir eigentlich fern. Also ich versuche nicht in Kategorien zu denken und bin immer offen für Leute, die was mit mir zusammen machen wollen und auch immer offen für neue Erfahrungen in dem Bereich. Was gibt es in dem Bereich? Was hast du schon gemacht? Ja, ich habe zur Biennale unter anderem Science-Fiction-Veranstaltung gemacht. Wir haben gemeinsam die Lesebühne gemacht, wo wir auch erfahrene Wuppertaler Autoren und Autorinnen noch dazu geholt haben. Nächste größere Sache wird mein Wuppertal werden. Das sind vier Veranstaltungen, die schlussendlich in einer Anthologie zusammenlaufen sollen. Also es ergibt sich immer mal wieder was und ich freue mich immer, wenn das über den Kreis der vier, fünf Leute, mit denen man eh immer was macht, dann noch hinausgeht. So, bevor mein Gast jetzt gleich noch mal ein bisschen länger lesen wird, danach gibt es natürlich die Möglichkeit, seine Bücher und Spiele hier zu kaufen, signieren zu lassen, mit dem Herrn noch zu reden. Aber vielleicht gibt es ja im Vorfeld doch noch die ein oder andere Publikumsfrage. Da wollte ich doch mal gucken, ob da noch jemand ist, der denkt irgendwie, boah, der Degenkolb, der fragt ja die ganz falschen Sachen. Sind da noch Fragen offen an den Herrn Wiesner? Nö, das sieht nicht so. Doch, da ist. Ja. Du hast gerade erzählt von der Anthologie, die mein Wuppertal. Kannst du da vielleicht schon mal Näheres zu verraten oder ist das noch total geheim? Nein, geheim ist das nicht. Wir warten noch auf die Zu- oder Absage von ein paar Sponsoren, um entscheiden zu können, wie groß wir dieses Anthologieprojekt machen wollen. Das ist so ein bisschen erwachsen aus einer Lesebühne, die ich regelmäßig ein, zweimal im Jahr mache. Die nennt sich Wiesner and Friends. Das heißt wiederum so, weil Podcast mit Literaturmitschnitten, Interviews, den ich im Internet stehen habe, eben so heißt. Und da sammle ich eigentlich immer so die ganzen Leute, die Kurse bei mir gehabt haben und die mir irgendwas geschickt haben, zusammen. Und dann machen wir eine schöne Lesebühne draus. Und in diesem Jahr war die Idee eben, das ein bisschen größer zu machen mit mehreren Veranstaltungen. Wir werden zwei Lesebühnen machen. Verteilt übers Jahr. Wir werden eine Veröffentlichungsparty für das Buch am Ende des Jahres machen. Wir werden da freue ich mich schon drauf, eine Art Vernissage, eine Fotovernissage machen, wo das Publikum entscheiden kann, welche zu den Geschichten passenden Fotos dann schlussendlich im Buch landen sollen. Also das wird bestimmt ganz spannend, bin ich sehr zuversichtlich. Also ein Klassiker haben wir so ein bisschen, also es gibt ja so klassische Fragen, die man eigentlich bei fast jeder Lesung gestellt bekommt. So, das erste ist, kann man davon leben? Und das hat mir ja so ein bisschen angekratzt schon. Und die Grundaussage, die ich dann immer mitgebe, ist, wenn man einen guten Brotjob hat, kann man davon auch leben, dass man schreibt. Es gibt da ein paar
ein bisschen desillusionierende Zahlen, nämlich die KSK, also die Künstlersozialkasse, hat errechnet, dass der durchschnittliche deutsche Autor oder Autorin im Jahr 12.000 Euro mit seiner Arbeit verdient. Dass man davon nicht leben kann, sollte jedem einleuchten, oder man hat sehr geringe Ansprüche. Und deswegen ist die Empfehlung eben, die ich gerne ausspreche an Leute, die sagen, ich möchte das aber unbedingt machen, ich möchte da eigentlich auch von leben, entweder sich einen Brotjob zu suchen, der das Nötigste reinbringt und nebenher zu schreiben und dann zu hoffen, dass man irgendwann den großen Durchbruch hat und davon leben kann, was in ganz Deutschland vielleicht 100 Autoren können, dass sie wirklich gut von ihren Büchern lesen. Oder man macht eine Mischkalkulation, das ist, wie man an den Dingen, die du aufgezählt hast, mein Modell. Ich mache halt alles, was mir irgendwie spaßig erscheint und versuche bei den meisten darauf zu achten, dass das irgendwo unterm Strich auch ein bisschen Geld bringt. Das hast du aber eben gesagt, was ich gar nicht wusste, dass du die Sache bei diesem Spieleverlag, das ist glaube ich, in der Marketingabteilung, dass du das jetzt gar nicht mehr machst. Also es war doch im weitesten Sinne auch ein Job, oder? Also ich meine, das war tatsächlich projektbezogen. Also es war von vornherein klar, mein Ziel als Marketingleiter da ist, im Prinzip die Strukturen neu aufzubauen, eine neue Homepage zu strukturieren. Aber das war befristet, das war begrenzt, aber klar, Genau, also jetzt mache ich andere Projekte für die, also wir arbeiten sehr, sehr gerne und sehr eng zusammen. Ja. Aber diese Marketinggeschichte war tatsächlich von vornherein mit Verfallsdatum belegt. Ja. So, jetzt haben wir heute Abend einen ganz kurzen Ausschnitt gehört aus Schwarze Perle, dann hast du eben noch deinen wunderbaren Text Einkaufen gelesen. Was kriegen wir denn abschließend jetzt noch zu hören? Du hast so einiges hier mitgebracht. Ich habe zwei Texte noch dabei, einen aus dem nachfolgenden Teil, also dem zweiten Teil von der mittlerweile als Trilogie ausgelegten Reihe Schwarze Perle ist der erste Teil, Schwarze Segel ist der zweite. Aber bevor ich daraus noch mal eine Szene lese, würde ich gerne aus meinem Hexenmacher, dem ersten Teil der Mystery-Trilogie, noch einen kleinen Ausschnitt lesen. Das ist, wie gesagt, das, was ich hätte fast gesagt, verfilmt wurde, so weit sind wir noch nicht, aber was vertont wurde. Und da gibt es auch im Internet so verschiedene Kleinigkeiten, die ich dazu eingesprochen habe. Mit meiner Frau zusammen haben wir ein Video gemacht mit Standbildern, mit einer Kurzgeschichte. Also wer Mystery mag, vielleicht gefällt euch das ja. Dann leg los. Also eben bei Einkaufen, du hattest es ja gesagt, das ist ein Text zum Sau rauslassen, hast du ja auch gemacht. Jetzt geht es wahrscheinlich anders zu. Wir sehen noch einmal Herrn Wiesler, wie er das Wasser diesmal verschüttet. Das ist nicht schlimm. Gucken wir zum Mikrofonständer. Bitte, Bühne frei, André Wiesler. Also ich lese aus dem Anfang dieser Reihe. Es sind drei dicke Bücher, das sieht deswegen so komisch aus hier, weil es wie gesagt vergriffen ist. Ich bin tatsächlich mittlerweile dabei, meine eigenen Bücher bei Amazon und eBay immer dann aufzukaufen, wenn ich die Finger drauf kriege. Die Szenerie ist folgende, wir befinden uns vor dem Kölner Dom. Wir haben bereits erfahren, dass der Mann, aus dessen Sicht diese Szene geschrieben ist, irgendwas mit der Inquisition zu tun hat. Sein Blick fiel auf eine kleine, in bunter Röcke gekleidete Frau, die mit einem bestickten Tuch über Kopf und Schultern an der Dommauer saß und weitgehend unbeeindruckt von der Witterung kleine glasierte Dom- und Marienfiguren anbot. Das Betteln und Feilbieten war im Dom streng verboten, aber das scherte die Frau offenbar wenig. In aller Seelenruhe hob sie nun den Kopf, um einem Japaner in enger, heller Kleidung eine der Domfiguren zu erreichen. So erhaschte Georg einen Blick auf ihr Gesicht. Es war alt, faltig und dunkelhäutig, mit tiefen, fast schwarzen Augen, insgesamt südländisch, aber nicht spanisch oder italienisch, eher eine Roma. Seltsam, dass ausgerechnet eine Roma hier christliche Symbole verkaufte. Und seltsam auch, dass der Japaner einen Hunderter in die kleine Schatulle legte, in der sonst nur kleinere Scheine und Münzen lagen, und sich dann abwandte, ohne auf Wechselgeld zu warten. Georg musterte die Frau aufmerksam. Ihre Decke und die Statuetten vor ihr waren von einem feuchten Film überzogen, ihre Kleidung hingegen war trocken. Ihm lief ein wohlbekanntes Kribbeln über den Rücken, als er erkannte, was er da vor sich hatte. Die Frage war nun, Hagre oder Hekitisse? Es gab nur eine Möglichkeit, es herauszufinden. Er steckte die rechte Hand in die Tasche seines Mantels, in der gegen jede Vorschrift die kleine Macke aufruhte. Sein Finger fand erst die Sicherung und dann den Abzug, als sich die Pistole in seine Hand schmiegte. Klaus hatte sie geringschätzig eine Weiberwumme genannt, aber dessen Glock hatte ihm gegen seinen Mörder auch nichts genutzt.
manche Dinge waren eben mit Kugeln allein nicht zu besiegen. Als er den Rand der Decke erreicht hatte, füllte der Herzschlag seine Ohren mit einem dumpfen Grundrhythmus, der sich über das feine Rauschen des Regens legte. Er ging in die Hocke, nahm eine der Marienfiguren in die Hand und gab vor, sie zu betrachten. Sie war unbemalt, aus einfachem weißem Gips, mit unsauber gearbeiteten Gesichtszügen, vermutlich in Heimarbeit gegossen. Nur der nachlässig aufgebrachte Klarlack, dessen Nasen beinahe wie Tränen im Gesicht und am Körper der heiligen Jungfrau klebten, verhinderte, dass die Figur im Regen zerfloss. Das vom bunten Tuch eingerahmte Gesicht der alten Roma trug denselben sanftmütig gleichgültigen Ausdruck wie das der Mutter Gottes, aber der breite goldene Ring, der wie bei einer afrikanischen Stammesfrau durch die Unterlippe gezogen war, ruinierte die Ähnlichkeit. »Was kostet die hier?«, fragte Georg und bemühte sich, nonchalant zu klingen. »Was sie zu geben bereit sind«, antwortete die Alte mit brüchiger, tiefer Stimme, aber ohne jeden Akzent. »Nicht auf das Klischee der alten Zigeunerin reinfallen«, ermahnte sich Georg und nickte. Er stellte die Figur wieder ab und drehte die Hüfte ein wenig, um an die Geldscheine in seiner Hosentasche zu kommen. Er zog wahllos einen heraus, sah, dass es ein 50er war, und legte ihn in die kleine Geldschatulle. Für einen Augenblick traf der Blick der Alten auf seinen. Und mit einem Mal erschien Georg 50 Euro als guter Preis für eine solche Marienfigur. Der Moment verging schnell. Er hatte an seiner Ausbildung ab und hinterließ ein leeres Gefühl der Verwunderung. Dann erkannte er, was die Roma da mit ihm versucht hatte. Verdammte Verführerin. Genau auf ihre Reaktion achtend, griff er nach 2 Zwanzigern in der Schatulle und sagte, 10 Euro sollten wohl reichen. Ihre Hand schnellte vor und umklammerte sein Handgelenk wie ein Schraubstock. Die dünnen Finger pressten schmerzhaft goldene Ringe in seine Haut und obwohl er sicher das Dreifache dieser kleinen, dünnen Frau wog, konnte er seine Hand nicht zurückziehen. Stattdessen holte er mit der anderen die Pistole hervor. Die Roma beugte sich vor und flüsterte rau. »Ganz oder gar nicht, Petrus Knecht!« Georg ließ die Waffe wieder in die Manteltasche verschwinden. »Du hast auf mich gewartet«, stellte er fest. Die Roma nickte ernst. »Seit 100 Jahren«, sagte sie und ließ ihn los. Georg lief es kalt den Rücken herunter, denn er wusste, dass dies keine Übertreibung war. Seine Beine fingen an zu schmerzen. Sie waren von der Verfolgungsjagd der letzten Nacht noch angestrengt. War es wirklich noch nicht mal ein Tag her? Egal, hier spielt die Musik und wenn er nicht aufmerksam war, könnte sie zum verregneten Totentanz aufspielen. »Die Zeit ist gekommen«, fuhr die Frau fort. Wohl doch eine Hagere, wenn sie bereit war, mit ihm zu verhandeln. Aber der Teufel kannte viele Masken. »Heute Nacht sterbe ich.« Ja, das war aus der Sicht von Georg, einem Inquisitor, der namensgebende Hagen von Stein, wie die Trilogie benannt ist, ist hingegen von übernatürlicherer Gestalt und die beiden sind im Laufe des Buches Gegenspieler und im Laufe der 3 Bücher kulminiert das Ganze dann zu einem furiosen Finale. Meine Vampire glitzern nicht. So, dann habe ich hier noch ein bisschen was Fantasy mitgebracht. Da jetzt zu erklären, wie wir bis dahin kommen, wo ich anfange, würde zu lange dauern. Deswegen begnügen wir uns damit. Wir sind auf einem Schiff. Sie reichte einem verwundeten Matrosen die Hand und ließ sich von ihm als Erste in das Buch helfen. Die anderen 3 folgten ihr eilends, erleichtert, Effert schützen und sogar in Gestalt seiner Geweihten auf ihrer Seite zu haben. Eferia machte den Fehler, zu Karras aufzublicken, der sie entgeistert anstarrte und verhalten mit dem Kopf schüttelte. Auch Borodine, die jetzt einen Schritt aus der Menge auf sie zumachte, schien alles andere als erfreut über ihre Entscheidung. »Gottvertrauen, Schwester im Glauben«, sandte sie ihr in Gedanken. Borodine nickte. Sie hieß es sicher nicht gut, aber konnte nachvollziehen, dass man sich manchmal in die Hand seines Gottes geben musste. »Lasst ab«, rief Orlan, und die Matrosen an den Seilen folgten seinem Befehl. »Zugleich, zugleich«, gab eine ältere Matrose den Takt vor. Über quietschende Rollen glitt das Seil und das Boot senkte sich über dem trauen, trüben Wasser entgegen. Alrik lehnte sich über die Reling, um ihm nachzuschauen.
Iferia bewies großen Mut, aber auch großen Leichtsinn. Es gab wenig, wovor Eirik sich fürchtete, aber für einen Ausflug auf ein Schiff voller in der Bewegung verdorrter Toter, noch dazu in einem Feld aus verfluchtem Tang, hätte er sich ganz sicherlich nicht freiwillig gemeldet. Die Besatzung des Bootes machte sich bereit, die Seile zu lösen. Der Kiel tauchte ein. Da erklang ein ohrenbetäubendes Kreischen, das Aldrich zurücktaumeln ließ. Er presste die Hände auf die Ohren und biss die Zähne zusammen, denn seine Haut schien sich bei diesem Geräusch zusammenziehen zu wollen. Dieser Laut stammte nicht von einem Menschen oder einem Tier. Er stammte ganz sicher nicht mal von dieser Welt. Ein gewaltiger, pechschwarzer Schatten schoss auf das Beiboot zu. Eine riesige Finne durchschnitt den Algenteppich, verschwand unter Wasser. Und noch bevor Eirik recht begriff, was geschah, schoss der Schatten von unten auf das Boot zu. Das Wasser wurde vor der spitzen Schnauze der Monstrosität hergetrieben und spritzte Schritt hoch um das Beiboot auf. Dann traf das riesige Maul auf das Holz. Das Boot wurde so weit aus dem Wasser gehoben, dass Eirik in die entsetzten Augen von Iferia blicken konnte. Er warf sich vor, aber seine Hand griff zu kurz. Wenige Finger weit fehlten. Er bekam die Gewalt nicht zu fassen. Einer der Matrosen wurde weit aus dem Boot geschleudert. Die anderen beiden wurden von den Widerhaken besetzten Tentakeln im Boot gehalten, die wie eine unheilige Krone rund um den Kopf des Wesens entsprangen. Jetzt war der Schwung aufgebraucht und die widerliche Gestalt sackte wieder nach unten, riss das Boot mit sich. Das Holz barst zwischen unzähligen Reihen handgroßer Zähne. Eirik starrte dem Vieh entsetzt nach. Es wirkte wie ein schmierig, schwarzer, riesiger Hai. Eirik konnte keine Augen und keine Kiemen entdecken, dafür weitere kopfgroße Mäuler, die sich überall auf dem Körper öffneten und schlossen und dabei das ohrenbetäubende Schreien ausschließen. Auch die Mäuler, die sich schon wieder unter Wasser befanden, kreischten weiter. Das war er, mein Literatalk Premierengast André Wiesler. Vielen Dank, dass du da warst. Ich kenne dich ja schon ein bisschen länger, aber ich erfahre immer Neues über dich. Großartig. Vielen Dank an euch, dass ihr euch wirklich an diesem Sommerabend über eine Stunde hier hingesetzt habt. Dankeschön. Danken möchte ich auch der Stefanie Kaiser, die sitzt hier an diesem eigentlich Stehtisch, glaube ich, von Bücher Kölnken. Bücher Kölnken unterstützt diese Reihe Literatalk und deswegen wird im September auch der nächste Literatalk dort stattfinden. Zu Gast ist dann der Stefan Orth, das ist ein Wuppertaler, der in Hamburg lebt, dafür Spiegel Online, arbeitet im Reiseressort und der hat aktuell ein Buch rausgebracht, das heißt Opas Eisberg und der hat nämlich die Tagebücher seines Großvaters gefunden und der hat sich herausgestellt, dass der Großvater 1912 eine Grönland-Expedition unternommen hat. Und der Stefan hat sich gedacht, naja, wenn ich schon fürs Reiseressort arbeite, das mache ich 100 Jahre später auch und ist dann also 2012 dieser Route nachgespürt und hat dann tatsächlich da in der Arktis auch diesen Felsen gefunden, in dem sich der Opa verewigt hat. Eine irre Geschichte. Und der kommt dann aus Hamburg zu uns am 5. September bei Bücher Köntgen. Und ja, wie gesagt, da ist ein kleiner Büchertisch, der André ist sicher noch offen für Frage-Antwort-Spielchen. Schön, dass ihr da wart, vielen Dank und tschüss.